Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht der höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf der Preise der Händler festzulegen. Okay, das hier sieht doch schon besser aus als bei der Verkaufsmaschine gerade, oder was? Ah, nee, es ist Kaufen. Nö. Okay. Es ist genau das Gleiche. Schade. Ich dachte, es wäre anders. Aber ich kann Dinge auch reparieren. Und das ist auch teuer. Uff. Hat aber einen Schaden, wenn ich darunter leidet oder generell hier irgendwas. Muss ich auch noch nicht separieren lassen, aber boah, ey, ist das teuer. Kann ich, ich speichere mal eben. Okay. Tolle Musik für kriminelle Handlungen. Wahrscheinlich, weil ich gerade Level Up habe oder sowas. Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivität angesehen. Was? Wieso? Wenn du die resultierenden Konsequenzen vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. Auf einmal eine ganz andere Stimme. Lügen. Gar nichts. Einschüchtern. Gar nichts. Was immer ich will. Carry on. Hä? Täusche ich mich oder ist die Stimme gerade einfach tiefer? It's not the best choice, aber absolut. It's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All out. Wie dumm. Der hat einfach eine random Stimme bekommen für diesen Einbruchdingens, statt dass der gleiche Sprecher das gemacht hat. Das ist mal schlecht. Gut, wenn das jetzt keine Konsequenz hat weiter, weil ich ihn gerade überzeugen konnte, ist das in Ordnung? Dann nehme ich einfach alles, was hier so ist, ne? Ich werde da gerade sowieso nicht gesehen. Also ja, ich kann klauen, wie ich will offensichtlich. Und tun und machen, solange ich dabei nicht gesehen werde. Und wie in diesem Fall, kann ich sogar einfach so... Moment. Er sieht es ja gerade nicht, ich bin da hinter ihm. Jetzt sieht er das wohl. Lalalala. Schleichen. Okay, go and quiet. Ich mach mal, was ich will. Ich mache, was ich will. Ups. War ich nicht. Schleichen, schleichen, schleichen. Kasse klauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht, weil ich ihn bereits vorher eingeschüchtert habe. Oder weil ich hinter ihm stand, aber es ging, ich bin zufrieden. Work your jaw on some spacer's jaw. Der sagt auch nichts dazu. Also, ich denke, alles gut. Voll awesome. Ich bin Level Up übrigens, ich muss noch was machen. Haha. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Ich könnte hier direkt 20 Mund rein investieren fürs Ausweichen. Die Frage ist nur, wie ist da dieser Ausweichsprung? Muss ich da eine Leertaste drücken? Da steht er nicht da. Zweimal nach vorne, wie bei Unreal Tournament oder sowas zum Beispiel. Steht alles nicht. Aber jetzt ist das hier schon interessant geworden, weil jetzt habe ich dann Begleiter auf einmal. In der Leiter halte ich und dann der Begleiter. Mhm, halten auch was davon. Hm. Tja. Da habe ich schon dies und jenes. Kann irgendwo auf 20 kommen? Langwaffen, ja, naja. Hm. Ausweichen, tja. Ha. Schwierig, wirklich schwierig zu sagen, was ich hier nehmen möchte als erstes. Ich habe ja nichts, was meine Leben oder sowas erhöht. Ich habe nur, was meinen Schaden erhöht tatsächlich. Kritische Chance. Ja, und erhöht... Einheit Nahkampf. Hm. Das ist auch bloß Kitschance dann, die höher geht, oder was? Hm. Hm. Auf jeden Fall, wenn ich dann in diesem Zeit-Dilatations-Dings drin bin, Dilatation, dann kann ich ja auch mal diesen Dingens machen. Trefferzone. Also dafür sind die Zeit-Dingens gut. Im Nahkampf, okay. Ja, was brauche ich denn davon, ist die Frage. Gilt dann die Schrotflinte als schwere Waffe? Wahrscheinlich. Als lang auf jeden Fall nicht. Handfeuer auch nicht wohl. Also muss wohl schwere Waffe sein. Ah, schwierig. Ehrlich schwierig. Ich bin unentschlossen. Total unentschlossen. Hm. Komm.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann habe ich die Ausweichrolle. Und blocken kann ich auch notfalls. Ja. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Mehr habe ich nicht. Ach so. Level 2 war bereits der zweite Level gewesen und dann 4 der nächste. Bei Caesar 2 Level kriegt man sowas. Ich fand nicht, dass ich es beim ersten Level ab hatte irgendwie. Das wäre so ein Bonus, aber okay, dann wird es wahrscheinlich. Drücke. Das ist jetzt eine Ausweichrolle. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. Das ist keine Ausweichrolle oder was? Kannst du schnell mal. Ich muss wirklich sehr schnell drücken. Dann springt er normal. Oder doch nicht? Doch. Das Timing ist ein bisschen schwierig. Ich versuch's gerade, aber. Zu schnell ist auch nichts. Zu langsam. Man muss echt genau das richtige Timing haben dafür. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nee. 1, 2. 1, 2. Hä? Ah. Richtig geil ist das nicht. Hätte ich mir auch sparen können eigentlich. Werkbank. Modifikationen habe ich ja jetzt ein oder zwei. Wo mache ich das denn? Modifizieren? Ja, womit denn? Mod installieren? Ich habe diesen einen hier. Angriff für den Schaden durch geladenen Aufgriff. Okay, ist das okay. Nehme ich immer rein. Mit Mr. Ouch. Ach, hab ich gar nicht gelesen. Mr. Ouch heißt der Schlaghammer, also schön. Nicht mehr zurückerlangt werden. Das wiederum gefällt mir nicht so gerne. Das ist doof. Es wird kaum eine Dauer auf der Waffe sein bei mir, daher wäre es vielleicht ein bisschen blöd, das jetzt schon zu modifizieren. Aber ich guck mal, was ich hier noch habe. Nichts. Habe ich dafür vielleicht was? Nee. Wie sieht's hier aus? Auch nichts. Ach, guck einen an. Kann auch noch mal durchsweepen. Dialogfähigkeiten und Führungsfähigkeiten. Krass. Ich habe das theoretisch auch zweimal. Ach, ey. Ich bin total gehemmt, sowas einzubauen, wenn ich weiß, ich krieg's nicht wieder zurück bei so frühen Sachen. Mist, ey. Warum ich hier da verschiedene Sachen habe? Nee. Da ist bloß das da oben. Ach Mensch, da bin ich echt völlig unsicher. Zerlegen wir mal einfach. Gibt eh kaum Geld, das Zeug. Oh, da hab ich echt überhaupt kein Plan. Terminal benutzen. Aha. Haut alles nicht hin, toll. Nehme ich. Ja. Ach, hier meckert sie rum. Vorhin war es ihr egal gewesen. Im Laden, wo ich echt geklaut habe. Hier steht nicht mal stehlen. Oha. Mist. Da fehlt mein Dingens. Ich nehme einfach alles, ne? Ist okay für dich. Die muckt schon nicht auf. Die ist sehr, unterwürfig, also absolut. Was? Achso, das ist dein Haus hier, ja? Achso. Das erklärt das. Was ist das denn hier? Mensch, ärgere dich nicht? Sieht so aus. Futuristisches Design. My dad's. It's an office. Just my office. Okay. Aha. Oh, ich habe gar keinen Bock, das zu lesen, ehrlich gesagt. Oh, ich gehe wieder raus. Irgendwann später vielleicht. Ich nehme alles mit, ne? Vielen Dank. Your dad's dein office. Offenbar ist ihr Vater wahrscheinlich tot, heißt das. I can't find many kinds around here. Oh, ich finde sie ganz nett eigentlich. Sie ist so schön unterwürfig. Das gefällt mir. Soll es Halma sein? Mir fehlen da ein paar Punkte auf ein paar Markierungen und sowas alles. So, okay, danke schön.
Ja, bitteschön. Tatsache, das ist zum Hinsetzen gedacht, das Ding. Das ist doch merkwürdig. Das ist so super niedrig, das Teil. Und sieht auch nicht gerade so aus, als wenn da jeder Hintern raufpasst, ohne weiteres. Ist das eine Ultraschalldusche? Weil hier irgendwie kein Schutz davor ist, großartig. Dass da Wasser überläuft. Hm. Das sind echt komische Toiletten, wenn ihr meint. So, bin fertig mit dem Ausräumen deines Hauses. Wir können weiter. Danke für die Geduld. Ach, mal, die wurde doch direkt übrigens vom Boss. Katzensprung zur Arbeit. Das war's schon? Stadt zu Ende? Wer ist hier nicht? Was? Drei Häuser, wo man reingehen kann? Moment, nee, warte, da. Ich kam von dort, richtig? Bin hier rein. Also da ist der Chef. Das heißt, hier war ich noch nicht drin. Da komme ich auch mal auch nicht rein. Okay. Da war ich auch noch nicht. Edgewater. Ach nee, sag bloß. Tja. Trotzdem recht übersichtlich, die kleine Stadt hier. Und da wohnen mehr als 10 Leute drin, ja? Kann man kaum glauben. Wobei, okay, da sind alle die Türen zu, da kommt man nicht rein. Konserven. Fabrikarbeiter. Mag nicht mit mir reden. Ja, okay, das war's offenbar echt. Mehr ist hier nicht zu sehen. Er lädt nicht sehr zum Erkunden ein, die Stadt, aber soll mir recht sein. Plopp. Bumm. Edgewater. Saltuna Cannery. The only source of protein a busy worker needs. Ach, ich hasse Fisch. Und nein, richtige Arbeit, aber auch richtigen Proteinschub in Form von Fleisch und nicht Fisch. Gegenstände aufzuheben, die anderen Leuten gehören, nennt man Diebstahl. Pass also auf, wenn du in Siedlung was an dich nimmst, wenn dein Ruf für unbesorgt bleiben. Ja, Wurde mein Ruf denn jetzt geschädigt durchs Klauen im Laden? Ich meine, ich habe ihn ja eingeschüchtert. Mein Ruf bei ihm ist bestimmt nicht mehr so gut, aber generell. Und komme ich jetzt von überall. Zack. Meins. Ja, das war. Ja, danke schön. Ich meine, theoretisch müsste man ja mich halt rumlaufen können, ganz normal. Und dann jeden Eingang auch nehmen. Zumal ich jetzt auch, egal welchem Eingang ich war. Ach so, ein kleines Klo. Nach draußen halt dann da den, ja, Eingang, der näher war, hat mir entsprechend dann noch angezeigt, da geht's raus zu die Quest. Also muss ich ja auch entsprechend über jeden Ausgang dann zur Quest kommen. Also ja, muss ich einmal rumlaufen können, dann alles ist hier verbunden. Übrigens muss ich hier gar nicht hin. Aber. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. Tja. Hat voll an Bedeutung verloren, der Ort und sowieso und überhaupt. Auf jeden Fall ist es ganz sinnvoll, hier ein bisschen rumzulaufen und zu erkunden für ein paar extra XP. Auch wenn es nicht so viele sind, aber hey. Schaden kann es ja auch nicht. Ich finde diesen Planeten so geil, wie er da so groß dran bamselt. Man könnte echt meinen, dass da jeder mit auf diesen Planeten runterstürzt, so dicht wie der ist. Die Frage ist halt, ist er wirklich so dicht oder ist er bloß riesengroß? Und das noch was, was so groß ist, meine Güte. Also wahrscheinlich ist das Ding aber bloß riesengroß und nicht super dicht dran. Hey. Ich kann jetzt hierher fliegen mit meinem Schiff. Ich muss es nur irgendwie, hier rankarren. Oh. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. Oh, ich gehöre nicht. Warum dick alle? Ich will zu denen. Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Hier. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying.
We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. Unglaublich. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Wer weiß, aber ich habe eine Frage.